Wir stehen am Anfang von was Großem. Denkst du? Morello hat versucht, den Don zu töten. Du wirst oben gebraucht. Ich gehe sofort hoch. Wir haben Krieg, Tom. Von heute an ist Krieg. Hab noch keinen Ärger gehabt. Der Don hat Carlo uns jenseits befördert? Nicht du? Ja, war unschön. Hat wohl noch Blut in den Adern. Carlos nicht mehr. Ich hoffe, du bleibst anständig. Ich will rund um die Uhr wachen. Hier, bei der Lagerhalle und in all unseren Geschäften. Was ist mit den Leuten, die wir schützen? Wir kümmern uns erst um... Wir sind in Position. Gut. Also schnappen wir ihn uns endlich. Bald. Aber erst müssen wir ihn klein kriegen. Morello hat Polizei und Politik, sogar ein paar Richter in seiner Tasche. Die können wir nicht alle bestechen. Wir müssen sie davon überzeugen, Morellos sinkende Schiff zu verlassen. Wenn wir den richtigen Idioten kalt machen, wissen die anderen, dass Morello nicht gut ist. Für die Gesundheit. Als erster ist dieses Arschloch dran. Ghilotti. Der Stadtrat sieht immer noch rot wegen seines toten Kindes und wird sich nie gegen Morello stellen. Mann, der Kerl macht uns seit 32 Probleme. Lassen Sie mich ihn ausschalten, Boss. Was glaubst du, warum du hier bist? Vinny hat alles geplant. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag mit einem Riesenfest auf einem Dampfschiff. Er zieht alle Register, Fusel, Frauen, Feuerwerk. Er wird sogar vor der Presse sprechen. Sicherheitsvorkehrungen? Die ganz normale Nummer, ein paar Typen mit Knarren. Niemand sonst wird einen Finger rühren, um diesen Drecksack zu beschützen. Okay, ich gehe auf die Party und knall ihn ab. Langsam, Kleiner. Ghilotti ist korrupt, aber ist nicht dumm. Seine Leute werden jeden nach Waffen durchsuchen. Du kannst nichts mitnehmen. Was dann? Werfe ich ihn dann einfach über Bord? Wird mal nicht übermütig. Du wirst ihn trotzdem abknallen, verdammt nochmal. Sobald du an Bord bist, schleichst du dich in die Toilette. Ein Bootsmann hat dort für dich einen Revolver versteckt. Dann bleibst du unauffällig. Ruhig. Markier bloß nicht den harten Mann, bis Ghilotti auftaucht. Warte, bis der Bastard mit der Rede beginnt und erst dann verpasst du ihm eine zwischen die Augen. Die ganze Welt soll das sehen und darüber sprechen. Klar, aber wie komme ich wieder zurück an Land? Sam und Pauli sind an den Docks und kümmern sich drum. Triff dich mit ihnen, sie werden dir alles Weitere erklären. Okay. Ghilotti ist erledigt, Boss. Ab morgen sind sie ihre Sorgen mit ihm los. Bezweifle ich nicht, Tommy. Buona fortuna, Tom. This is part of our series looking back.
Achtung, eine Durchsage. Wir lassen Sie alle an Bord, aber wir müssen Ihre Karten sehen. Wir müssen Sie außerdem abtasten, zur Sicherheit. Vielen Dank für Ihre Geduld. Irgendwann nehme ich Sie mit nach Central Island. Was kann das? Die feinste Familie der Stadt. Denke ich auch. Wer hat mehr getan? Trotz des Verlustes seines Sohns. Er wird in der Stadt aufräumen. Du bist auch eingeladen? Sind die Leute in dieser Stadt, die sich nicht an die Spielregeln halten? Sie leben vom illegalen Handel mit gestohlenen Waren, zahlen ihre Steuern nicht, führen kein anständiges und ehrliches Leben. Und dann, wenn die Zeiten hart sind, wollen sie alles. Du siehst dich wie einer der Gäste aus. Ich hab Freunde, aber nicht diese Sorte. Dann sage ich dir, was ich hab. Hinten findest du einen Matrosen von dem Kahn. Hat was in den Kopf gekriegt. Aber der weiße Anzug ist okay. Danke. Ich sehe nach ihm. Endlich ein richtiger Job für dich. War der schmutzigste Fleck. Bleib einfach cool. Nach einer Weile auf See holst du die Kanone. Der Bootsmann hat sie in der Toilette versteckt. Leute starben. Dann aufs Dach. Warte auf Gilottis Rede und knall ihn ab, wenn er fertig ist. Und wie komme ich weg? Pauli hat ein Schnellboot besorgt. Nach der Rede steigt ein Feuerwerk. Wir kommen, wenn es losgeht. Aber seid bloß pünktlich. Keine Sorge, das wird schon alles glatt gehen. Richtig schick, Tom. Wenn du dich nicht einsaust, behalt sie. Steht dir. Typisch. Traurige Sache. Bist du der Neue? Hat ganz schön gedauert. Glaubst du, er kriegt das hin? Er wird Gilotti garantiert ausschalten. Aber vom Boot abzuhauen. Dafür braucht er einen Schutzengel. Er braucht keinen verfluchten Engel. Wir passen auf ihn auf. Los! Ja, wollte die Toiletten putzen. Gab ein paar Beschwerden von Gästen. Du willst die Toiletten putzen? Meinetwegen. Nimm dir einen Lappen und geht euch alle Decks. Kenn ich dich nicht irgendwoher? Nein, glaube ich nicht. Ich kenn dich doch. Warst du bei der Gewerkschaft? Tut mir leid, bin von außerhalb. Das Auto ist wieder liegen geblieben, neben dem Elendsviertel im Park. Hör zu, Kollege. Verzieh dich hier. Die Typen fragten nach Arbeit. Ich sagte ihm, du suchst dir Arbeit oder wir landen auch hier. Und dann erzählt er mir, dass wir uns nicht mal das Abschleppen. Ich habe kein Problem damit, alleine zu sein. Was? Für wen hältst du dich, Kumpel? Thank you.
nur für Gäste. Geh die Decks schrubben. Kein Zutritt. Diese Leute, ha? Weißt du, wo der Bootsmann steckt? Ganz hinten im Maschinenraum. Voll wie eine Strandhaubitze. Wie immer. Was sonst? Danke. In der Toilette im Heck. Mitteldeck. Wo ist das? Ein Deck höher. Über uns. Schlüssel liegt auf dem Tisch. Sag noch einmal meinen Namen und du gehst eine Runde baden. Aber endgültig. Klar? Ja. Hab ich verstanden. Und für die Ladies, die er bei seinen Partys auffährt, mache ich noch mehr. Ich kenn dich. Du gehörst zu Salieri. Und was willst du jetzt machen? Wie wär's mit einer Tracht Prügel für den Anfang? Zur Hölle bist du. John, amüsieren Sie sich. Solange die Bar offen ist, Stadtrat. Guter Mann, trinken Sie einen auf mich. Danke fürs Kommen. Hey, danke für Ihr Kommen und willkommen auf meiner kleinen Party. Also, wie ihr wisst, war es eine harte Zeit. Vor 3 Jahren ist mein Sohn Billy gestorben. Im Bandenkrieg. Unschuldig. Als Opfer einer Krankheit namens organisiertes Verbrechen. Seit dem Tag lebe ich nur, um diese Krankheit auszumerzen. Aber heute feiern wir meinen 50. Geburtstag. Und die bessere Zukunft
von Lost Haven. Wir werden diese Kriminellen aus der Stadt jagen und wie Ratten ertränken. Danke! Danke euch allen! Und jetzt das Feuerwerk, ha?